Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Asterix und Obelix XXL für die PlayStation 2. Ja. Keine Ahnung, wieso wir gerade Obelix waren und wieso jetzt alles zerstört wurde, das wollte ich gar nicht. Wartet. Nee. Ha, da ist es geschafft. So. Dann hätte ich ganz gerne den Lobberkranz hier. Und ich weiß nicht, ob das Wand ist oder weitergeht. Das ist einer der Knöpfe. Wir brauchen wahrscheinlich alle Knöpfe. Das sollte ja nicht schwer werden. Und ich weiß, wie viel das Upgrade kostet. Wir brauchen dafür nicht auf den Typen gucken. Ich habe mir die Zahl gemerkt. Aber die verrate ich euch nicht. Ich sag nur, wir haben viel zu wenig. Aber das hättet ihr euch wahrscheinlich denken können. Da hinten ist noch ein Knopf. Den habe ich gerade gesehen noch. Und da ist noch ein Knopf. Und dann haben wir alle. Hä? Oh. Hä? Wer versteckt denn dort einen Knopf? Ah, okay, das war's. Dann gehen wir weiter. Ich wische mir kurz den Mund ab, weil das der Labello überhaupt nicht mehr wirksam ist. Und dann denke ich mir, kann ich es auch genauso gut einfach wegmachen. Ich nehme auch nicht mehr viel auf, oder? Also ich habe eigentlich Zeit bis 3 Uhr. Dann sollte ich aufhören aufzunehmen. Wir haben jetzt kurz vor 1. Aber ich glaube, also 4 Folgen könnte ich theoretisch noch aufnehmen. Dann will ich eine Stunde Vorbereitungszeit haben auf den Gast, den ich bekomme. Und ja, also eigentlich könnte ich noch 4 Folgen aufnehmen. Ich guck mal. Ich guck mal, ich schau mal. Werdet ihr ja sehen. Aber ich glaube, ich gehe gleich erstmal irgendwas Vernünftiges trinken oder so. Ach man, wieso ist denn alle 2 Meter da? Sei vorsichtig. Ein befreundeter Abenteurer hat mir von einem Schatz erzählt. Einer infernalischen Maschine und einem gefangenen Gallier. Ja, das bedeutet, hier ist noch ein Lorbeerkranz und die fette Maschine, die ich nach jedem Level sowieso zerstören muss. Ja. 200 ist nicht so bad. Dass es diese Feinde sind, ist sehr bad. Hi. Oh Mann, Obelix kann auch überhaupt nichts. Deswegen heißt es auch überhaupt nichts. Ja, Obel kann überhaupt nichts, so heißt er. Wieso hat er 4 Schläge? Ah, oh Gott, ich bin tot. Hilfe, ich hab Angst. Panik, Panik. Mayday, wir sinken. Mayday. Justin, wir haben ein Problem. Hilfe. Wieso ist hier kein Essen? Wieso? Houston, ich bin tot. Hier gibt's echt kein Essen, kann das sein? Vielleicht kann man in 2 Richtungen gehen. Einmal in die Richtung. Oh. Könnte mich nicht doch härter erstrecken. In die Richtung, aber das ist nicht an. Und in die Richtung, aber ich glaube mal, das ist ebenfalls nicht an. Nee. Da muss irgendwas passieren, damit die angehen können. Bödem, 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 bödem. Bödem, 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 bödem. Badam, badam, buddha. Ach, hier war Essen dran. Oh Mann. Ich glaube, das war die letzte Kiste, die ich nicht zerstört habe, oder? Aua, aua. Ja, stecht alle auf mich ein, Alter. Ich glaube, die wollen mich töten. Das ist unerhört. Man könnte damit jemanden verletzen. Danke. Und damit hätten wir gewonnen.
Jo. Hä, das war doch richtig einfach. Ich bin ja nicht einmal gestorben und das zweite Mal auch fast. Nein, das war extremst einfach. So, dann würde ich ganz gerne mal diese Fackel da anzünden. Ich weiß gar nicht, was die mir bringt. Ich schätze mal, das ist kein großer Checkpoint für irgendwas dort hinten. War die vielleicht wichtig hierfür? Nee. Nee, das wäre die nicht. Wo muss ich hin? Was muss ich tun? Was ist der Sinn des Lebens? Ja, da sind einfach nur Upgrades. Die will ich gar nicht haben. Okay, okay. Sehr interessant. Ich glaube, ich gucke mich jetzt nochmal ein bisschen um. Hä? Was muss ich tun? Was muss ich tun, damit ich diese coolen Schätze bekomme da? Irgendwas muss ich dafür drücken oder können oder... Keine Ahnung, Mann. Hallo, was muss ich tun? Ich weiß es nicht. Manu, was muss ich denn machen? Okay, ich guck mir das ein letztes Mal an und dann gehe ich einfach weiter und gib's auf. Alter, wieso war das Geräusch schon wieder so laut? Habe ich es richtig verstanden? Oh mein Gott, wie bescheuert ist das denn? Ah, okay. Es gibt mir so lange Items, bis die Druckplatte sich wieder aufgelöst hat. Das heißt, ich muss so schnell wie möglich dorthin kommen. Und dann kriege ich auch mehr Items. Komm. Schneller, schneller, schneller. Ah, okay. Das seht ihr wahrscheinlich jetzt in doppelter Geschwindigkeit. Oder vierfacher, oder was auch immer für eine fache Geschwindigkeit ich immer benutze. Aber naja. Vielleicht bekomme ich nämlich am Ende was. Und das möchte ich gerne wissen. Warum hilft Obelix mir nicht einfach? Mann. Ich habe die Kamera in die falsche Richtung gedreht. Ich weiß nicht, in letzter Zeit habe ich extreme Probleme mit der Kameraführung mit einem Controller. Ich habe auch mit Dark Souls 3, was ich ja momentan spiele, habe ich auch voll die Probleme mit der Kameraführung mit links und rechts und ich verstehe nicht wieso, weil die Einstellung beides die gleiche ist. Und wie lange dauert das denn noch? Oh, ich glaube, die sind leer. Anscheinend sind sie leer. Och man, sind sie nicht. Ich geb's auf. Ich mach da schon 2 oder 3 Minuten oder so. Einfach nur hin und her laufen. Ich hab keine Lust mehr. Ich geb's auf. Wenn dann Lorbeerkranz war, dann hole ich den irgendwann nach und zeige euch das in einem anderen Video. Ich hab keine Lust mehr. Ich will das nicht mehr. Stirb. Mann, das hat er voll verdient. Hey. Wow, das war der übelst krass versteckte Lorbeerkranz. Alter. Ich will nie mehr. Das war alles scheiße.
Wieso musste ich jetzt 5 dafür umbringen? Das war überhaupt voll unnötig. Weil die mich nicht einmal angegriffen haben. Aber egal, das Level ist gleich vorbei. Speicher noch. Oh, mein Rücken. Ja. Da wird man zu Obelix, habe ich mir schon gedacht. Ja, und ich brauche eigentlich gar nicht mehr gucken, weil so viel Geld werde ich jetzt auch nicht bekommen und alle Lorbeerkratzer habe ich in diesem Gebiet. Oh, wie sind das keine konnektiven Brücken? Alter! Oh. Was bringt mir eigentlich ein Tornado hier? Bringt er mir was? Ich stecke fest, Mann. Ah, ich dachte vielleicht haut er da ein bisschen gegen oder so, aber anscheinend bringt er mir überhaupt nichts. Mann. Hör auf damit. Hör doch auf, dich zu drehen, bitte. Aua. Ach man, please. Danke, meine Güte. So. Ey, das war richtig easy schon wieder. Okay, ich sollte aufhören damit. Ansonsten werde ich noch irgendwann, keine Ahnung, mit 1000 Römern oder so bestraft. Habe ich keine Lust drauf. Oh, ich krieg tatsächlich Schaden, das habe ich gar nicht erwartet. Boah, das war ja voll nötig, holy shit. So, da geht man weiter. Aber, ich schätze mal, man ist hier nicht umsonst in einem extra Feld. Ich krieg hier noch... gar nichts. Okay. Na dann, tschüss. Jetzt kommt der Endboss von Ägypten, schätze ich mal. Und dann weiß ich gar nicht, was danach kommt. Ich hoffe, danach... kommt noch ein Level, weil ich weiß nicht, was der Nachlass plant. Ja. Holy shit, was ist das denn für ein Ding? Was soll ich denn da machen? Was soll ich denn hier machen? Hebel? Alter, geht weg. Hebel? Hebel. Ah. Aua. So, mein Timer sagt mir gerade, dass ich überziehe, aber das ist natürlich nicht wahr. Ich habe mal kurz quicksaved. Oh Mann, ey. Ja, für die hinteren Dinge wird das sehr spaßig, muss ich sagen. Aua. Boah. Das war ein knapper Sprung, den ich auch gar nicht machen wollte. So, diese Lags, die ihr habt, das sind Quicksaves von mir, übrigens. Ich möchte nämlich nicht das ganze Ding nochmal von vorne machen, weil ich werde das eh in vierfache Geschwindigkeit packen, falls ich das tun muss. Hey, ich bin noch nicht gestorben daran. Obwohl die extrem schnell explodieren. Nicht genau reingehüpft. So. Auf das rechte. Zack, 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 zack. Zack. Nein! Ich wurde natürlich in die Lava reingekickt. 1, 2, 3. So. So, die Musik kommt nicht ganz mit. Darauf muss man halt aufpassen, dass man nicht von den Bomben in die Lava reingekickt wird. Das ist nämlich nicht so geil. Na klar.
Glück. Ich hatte keinen Bock darauf, das nochmal zu machen am Ende. Also nochmal da durchzulaufen und so. Ja, das war laut, aber ich kann mir auch vorstellen, wieso. Ah. Mal 80, Alter. Und da ist nur Essen, oder was? Ist da wirklich komplett nur Essen? Ich schätze mal, da ist wirklich nur Essen. Komplett. Ich habe nämlich noch nie was anderes gesehen in diesen Kisten. Quick Save. Oh, lief doch gut. Läuft doch gut alles. Alles. Tutti. Ah, da ist dieser komische Sängerich. Ich habe keine Ahnung, wie der heißt. Obelix! Asterix! Er steht falsch herum in den Untertiteln. Ihr wisst ja gar nicht, wie überaus froh ich bin, euch hier zu sehen. Wir freuen uns auch, Trubadix. Ich glaube, ich werde ein kleines Lied anstimmen, um dieses Ereignis gebührend zu feiern. Nein! Wieso? Singe ich vielleicht falsch? Aber nicht doch. Wir haben es nur etwas eilig. Wir müssen noch unseren Häuptling Majestix befreien. Cäsar hat ihn nach Rom bringen lassen. Zeig doch, wir spielen nochmal in Rom. Natürlich. Hier ist es. Also, dann würde ich sagen, was das denn mit der Folge? In der Videobeschreibung ist die Playlist. Ansonsten könnt ihr mir auch ein Abo da lassen, falls euch meine Videos gefallen. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns morgen in der nächsten Folge. Ciao. Leute. Ach, und wir haben was Neues extra freigeschaltet. Ja! Ey, das wollte ich schon immer mal haben. Ist ja cool. Ach, so kann man hoch und runter gehen. Aber in Normandie und Helvetien hätte ich natürlich, und bei Rom hätte ich was für ihn bekommen. Und bei ihm habe ich Basic, Gallien, Griechenland und Ägypten. Cool. Dann lasse ich das so. Und dann würde ich wirklich sagen, ciao. Leute.